Vielen Dank fürs Erscheinen. Dieser Vortrag wird über kein USB kein Problem sein. Und das ist der einzige USB-Stack, der auf einem 48 MHz ARM Cortex-Prozessor läuft. Also es ist relativ speziell, aber es wird oft eingesetzt. Also während dieses Vortrags werde ich über drei Sachen reden. Warum wollte man sowas machen? Also warum wollte man so einen USB-Stack auf so einem Cortex-Ding laufen lassen? Und der zweite Teil wird darüber sein, wie es gemacht wird. Also wie man also die Codeschnipsel anschauen, also der eigentliche Nutzen dieses Vortrags. Und dann werde ich noch darüber reden, wie wir weitermachen können. Also was kann man machen, wenn man diesen was kann man mit diesem USB-Stack dann machen? Also als erstes will ich über mich reden. Ich habe das erste Mal auf dem Kongress einen Vortrag gehalten über SD-Karten gehalten. Also wirklich eingebettete Chips. Da kann man nicht wirklich viel machen, um die auszulesen. Und ich habe auch auf dem Novena Open Source Laptop mitgearbeitet von Bunny. Und das Laptop hat dieses Batterieboard. Es hat seine eigene CPU und es ist auch ein Cortex M0. Also das ist dasselbe, über das wir heute reden werden. Also ich möchte euch heute mitgeben, dass ihr Low-Level USB besser versteht. Also die Bücher reden immer über höhere Ebene, aber also was macht man, wenn ein Chip hat, der USB hat, was man dann machen kann. Und ich möchte heute über die tieferen Protokolle reden. Ich möchte euch noch ein paar Tricks zeigen, wie man Chips programmiert. Also das ist wirklich unterschiedlich zu normalem Programmieren. Und es hat ein paar Tricks, die ich gerne mit euch teilen würde. Und das Wichtigste, denke ich, ist zu wissen, was wichtig ist und was nicht. Also wenn euch das Protokoll hat, was man versucht zu implementieren, dann gibt es Sachen, die wirklich wichtig sind, die man nicht falsch machen kann. Und dann gibt es eine ganz andere Abteilung, wo man sagt, dass es wichtig ist, aber wo sich dann wirklich herausstellt, dass es nicht ist. Also das sind dann Sachen, die man später lösen kann. Also warum würden wir das so tun? Also ganz einfach, weil USB eigentlich echt einfach ist. Also für einen Nutzer. Es kann ein bisschen schwierig sein. Also USB ist klasse, man kann es einstecken. Man muss sich über keine Konfiguration Sorgen machen. Es gibt keine Interrupts. Es funktioniert einfach. Die andere Motivation ist, dass USB überall ist. Also es gibt diesen USB-Pokéball aus irgendeinem Grund. Also alles hat USB. Also wenn irgendwas für jemand anders funktioniert, sollten wir auf jeden Fall mit USB arbeiten. Also zum Beispiel, das ist ein Firmware, das ist, was in Handys läuft. Also das ist halt eine Whitebox. Also es hat einen Serielport, was auf 3,3 Volt läuft. Und es ist recht einfach. Und es ist recht einfach, das Ding zu managen. Für einen Programmierer, dann setzt man einfach eine Variable im RAM und dann schreibt es das Ganze raus. Für Nutzer ist es recht schwierig, weil man muss sich ein Seriell-Kabel suchen und deswegen ist das Ganze hier fortschrittlich, weil man hier einfach nur ein USB-Kabel einstecken muss und es funktioniert schon. Und dann läuft das Board schon. Das hat mich wirklich überrascht. Also, weil ich habe ein serielles Kabel-Setup. Aber einfach nur USB seriell zu haben, hat sehr vielen Leuten geholfen, da reinzukommen, weil man eben nicht diesen Mehraufwand braucht, um loszulegen. Und dann weiter zum nächsten Jahr. Bunny hat einen Board für Burning Man gemacht. In Burning Man gibt es ein paar Spezifikationen, die man erfüllen muss.
Man braucht ein Mesh-Netzwerk, was miteinander redet. Und das Ding war ein richtig cooles Projekt. Und wenn man es jetzt umdreht, auf der Rückseite ist ein fetter USB-Port. Und für diesen Badge hat das Ganze als noch Batterieladegerät funktioniert. Also sowas, wie man am Flughafen bekommt. Aber die CPU macht nicht wirklich USB. Es hat keinen USB-Support, das Board. Und wir haben das Projekt genommen und mit dem MIT zusammengearbeitet, haben den USB-Port geändert und wo wir uns entschieden haben, die D- und D-Plus-Pins auf den CPU zu legen, falls jemand mit dem Board spielen möchte. Und ich habe mich gefragt, warum wollte man sowas tun? Aber ein paar Monate später und die wollten dann einen Spiele-Controller und die wollten die Pis mit einem Arcade-Stick verbinden. Und daraus ist Project Palawan entstanden. Die Frage war, ist es möglich, einen Software-USB-Stack für diesen Prozessor zu schreiben? Es gibt ein paar USB-Stack wie USB, was wirklich, wirklich cool ist, hat sehr viele Eigenschaften, sehr beeindruckend. Aber das Problem ist dass die Prozessorarchitekturen unterschiedlich sind. Der andere einzigste USB-Stack der auf ARMM läuft, ist der LEMC-USB. Die haben ein kleines Problem. Also ein Problem, was ich beheben wollte. Ein Problem ist, mit Hardware ist es immer wie in einem Minenfeld. Die Dokumentation, selbst wenn man die 48 MHz hat, gibt es Sachen, die man nicht sieht, wo man in eine Sackgasse läuft. Also zum Beispiel, dass Port A einen festen Interrupt hat und Port C und D einen gemeinsamen Interrupt haben. Also, wenn man das jetzt genau liest, sieht man, dass Port B nicht erwähnt wird. Und man merkt, also man sagt, dass Port B hat kein Interrupt. Aber PTB3 und PTB4 sind wirkliche Pull-Down-Pins. Und in Englisch bedeutet das, dass das praktisch nur Pins sind. Und das findet man natürlich immer erst raus, wenn man das Ganze aus China, aus der Fabrik zurückbekommt. Also warum merkt man sowas immer erst später? Und das ist das Pinout-Diagramm. Aber was man hier sieht, dass diese Pins öfters benutzt werden können. Also zum Beispiel, der eine kann als GPIO benutzt werden oder als Debug-Pin. Beide der anderen USB-Stacks reservieren diese Pins als D- und D-Plus-Pins. Das macht es sehr einfach, damit zu arbeiten, aber wir wollten es haben, dass wir verschiedene D-Plus- und D-Anschlüsse haben. Und ich habe gedacht, dass man das, das nennt man essbarer Computer. USB ist niedriges Geschwindigkeit ist 1,5 MHz. Das gibt einem 32 Clock Cycles pro Bit. Und der CPU ist wieder ein Cortex MEO, 48 MHz. Ist eine 3-Stufen-Pipeline. Und das ist ein Bildschirm von dem ARM-Reference-Handbuch. Und alles, was man drauf sieht, ist ein Zyklus.
Alles, was man macht, ist einzyklisch. Und manchmal sind es zwei Zyklen. Alles in den Speicher, in den RAM zu laden, sind zwei Speicher. So, when I ran the numbers, it seemed like it could be possible. Und wenn wir die Nummern laufen, sah es aus, als ob es möglich wäre. Und dann designten wir das Board Palawan und wir kamen zurück zur Arbeit. Und es funktioniert. Und lassen jetzt weitergehen, wie wir es gemacht haben. Cranium ist der Name des Projekts. Und es hat grob diese Architektur. Und der User-Code ist how to get buffers und so weiter. Und da, wenn ihr Code schreibt, das ist den Bereich, wo ihr einen Code reinschreibt. Und dann gibt es den State, wo USB ein State ist. Und dann PHY. Und es handelt den PHY. Und darunter ist PHLL. Das ist die Hardware-Implementierung. Alles hier, alles mit Ausnahme von PhyLL, ist geschrieben in C. Und was ich jetzt mache, und ich fange unter dem hier an und arbeite mich hoch. Um anzufangen, wir müssen uns um den Strom kümmern, um die einfachen Kabel. Um die wirklich coolen Sachen ist, dass die Kabel standardisiert sind, wie man die verkabelt. Man findet diese vier cool. Rot ist 4 Volt, Ground ist schwarz. Und ich vergesse immer, was ist, weil es nicht keine Rolle spielt. Und das sind die das Schema, was ich benutzt habe. Es ist wirklich schwer, um Patches zu machen. Und man muss ein viel extra Zeug reintun. USB auf niedriger Geschwindigkeit verlangt, dass man auf dem D-Pin hochzieht. Man kann auch die Plus drin, falls man es rückwärts hinbekommt. Und praktisch, wenn man hergeht und sich diesen Schaltplan anguckt und das ganz Unnötige entfernt, sieht der Schaltplan so aus. Es sieht jetzt nicht zu schwer aus, das zum Funktionieren zu bekommen. Hier sieht man dann das PCB-Board und wenn man jetzt das Board, wenn es in den Raspberry Pi steckt, dann erkennt das USB. Es schmeißt einen Descriptor-Error. Und das bedeutet, wir haben ein Low-Speed-Device, wir haben den Pull-Up richtig gemacht. Die Hardware scheint richtig zu sein. Das Einzige, wenn man sich minus 32 anguckt, den Fehler, das bedeutet, dass die Konfigurationspipeline nicht richtig ist. Aber wir haben halt keine Pipeline geschrieben, von dem macht der Fehler wirklich Sinn. Also das ist physikalisch, das ist elektrische, nicht nur die Kabel. Jetzt reden wir mal über die Signale, also was über die Kabel geschickt wird. USB hat drei Zustände. Die drei unterschiedlichen Zustände kann man da sehen. Ich vertausche immer zwei Zustände, aber es ist ziemlich egal. Der Unterschied zwischen langsamem USB und schnellem USB ist, wie schnell man zwischen den Zuständen wechselt. Es gibt keinen SE1-Zustand, also wo beide Zustände beide Kabel auf High liegen und das ist dann einfach Kurzschluss und dann setzt der Host einfach zurück und also das heißt, man verliert die Verbindung und muss von vorne anfangen. Also die Coding-Zustände, USB hat eigene Zyklen und das sind die Übergänge.
Also dann wartet man immer 32 Clock-Zyklen und schaut nochmal nach. Und wenn das immer noch derselbe Zustand ist, ist es eine 0. Wenn es danach ein anderer Zustand ist, ist es eine 1. Also diese NOR-Gates ist das, was es macht, aber wir haben dafür keine Standardisierung, deswegen benutzt man dafür zwei getrennte. Das ist nicht allzu schlimm. Und jetzt gehen wir in dem Stack ein bisschen höher, das ist die Präambel. Das ist, wo wir vom K-Zustand zum vom K-Zustand zum J-Zustand gehen und immer wieder hin und her wechseln, immer 32 Samples. Also wir haben 156 Zyklen, bevor überhaupt Daten übertragen werden. Das ist verdammt viel Zeit, um das Ganze zu synchronisieren. Also das sollte eigentlich recht einfach sein, das dann zu implementieren. Dann kann man sich die Datasektion angucken. Das ist das sind 11 Bytes, die maximal gesendet werden, und dann gibt es das dann gibt es das SEO-Signal, was bedeutet, wir haben das Paketende erreicht. Also normalerweise sind die gegenüber, aber am Ende sind sie beide auf Low. Also es gibt da nur ein Problem, wo man noch drüber denken muss. Es nennt sich Bitstuffing. Die stellt sich heraus, dass die Drähte meistens nicht mögen, dass man denselben Wert immer schickt. Das bedeutet, dass die Kabel immer in demselben Zustand sind. Und das hier ist jetzt ein Oszillator-Ausschnitt, wo man die Präambel sieht, und dann sieht man die Einser. Und man sieht, dass Null eingebaut wurden. Also jetzt, was ist wichtig? Was können wir ignorieren und was müssen wir hinbekommen? Also was wir hinbekommen müssen, ist die Zeit und die Synchronisation. USB hat einen eigenen Zyklus. Wenn wir das Timing falsch machen und das Zyklus hinkriegen, dann sind wir falsch. Wenn wir müssen bei dem Bitstuffing aufpassen, dass wir das Signal nicht verfälschen. Und man muss natürlich noch seine Fehler beachten. Also zum Beispiel Keep Alive, Pakete müssen richtig implementiert werden und die Framing-Pakete auch. Also so, wenn zum Beispiel der Host mehr Daten schickt, müssen wir damit klarkommen. Was nicht wichtig ist, ist, dass wir 6 Bits bekommen zum Synchronisieren. Das ist ewig zum Synchronisieren, so viel brauchen wir nicht. Und wir müssen nur ein Kabel kontrollieren. Also wir müssen nicht beide Kabel kontrollieren. Es reicht, wenn wir nur D-Plus korrigieren. Wir können einfach schauen, was das 32 Zyklen war. Das Einzige, was wir machen müssen, wenn wir beide Kabel brauchen, ist, wenn beide niedrig sind, aber dann können wir sie einfach addieren. Und wenn wir 3 Pakete verlieren, dann müssen wir schauen, weil der Host schickt die 3 Pakete dann nochmal. Worüber ich noch nicht geredet habe, das über Signalintegrität. Da sieht man hier jetzt mal den Trace der Signalpins. Das ist, normalerweise hat man differenzielles Routing, wo die beiden Linien so nah wie möglich aneinander sind, aber anscheinend ist erreicht das hier schon. Das Mikrofon, Mikroskop, was ich hatte, gab mir die Möglichkeit, ein Diagramm zu machen, was einem sagt, wie nah man dran ist. Aber es reicht für niedrige Geschwindigkeiten auf dem USB. Man möchte die roten Punkte vermeiden, und selbst mit dem schlimmen Routing über das Board funktioniert es noch überhaupt wunderbar. Also das ist sogar eine Textnachricht, die ich geschickt habe, wo man sieht, wo ein Sprung ist, der am Anfang ist und der in dem Bild davor nicht war, weil die Chips, die ich benutze, auf dem Board
hatten einen unterschiedlichen Standard. Und das bedeutet, wenn sich die wenn sich der Zustand ändert, versucht das Ding so schnell wie möglich runter oder hoch zu ziehen. Und das bedeutet, sobald ich es auf niedrig gezogen hat, hat es nicht das gemacht, was es sollte, sondern das, was wir hier in dem Bild gerade sehen. In Hardware ist schneller nicht immer besser. Also in diesem Fall wollen wir langsam sein, weil wenn wir langsam sind, löst es das Problem. Und weil wir verschiedene D-Plus- und D-Minus-Systeme haben, kommen Bits nicht an der gleichen Fälle. Da ist ein Nanosekunden-Delay. Aber das ist in Ordnung. Die Hardware-Specs kümmern sich nicht darum. USB ist ein sehr vergebenes, entschuldigendes Protokoll. Man kann ein 32.768 Kilohertz Kristall benutzen. Das ist ein sehr häufiger Kristall. Und diese Kristalle sind sehr billig. Dieser Kristall, den wir nehmen, nimmt die 32.768, multipliziert die mal 1464 und man kommt mit 47 Megahertz raus und das ist nah genug dran. Und für USB, das ist in Ordnung. Und ich möchte einen Moment nehmen, und das hier ist die Hardware und die niedrigen Level Signal-Sachen, und ich möchte ein bisschen über den Entwicklungsprozess reden. Oben ist das Board, wo wir USB entwickelt dran haben, und am unten ist ein Raspberry Pi. Raspberry Pi ist sehr billig, wie ihr wisst, und die sind sind überall, und jeder scheint einen Raspberry Pi zu haben. Und in diesem Fall laufen drei Kabel von dem Raspberry Pi zu dem Gerät. Und die Clock, das Debugging und das Board ist kriegt den Strom über USB. Und den Raspberry Pi läuft Open OCD. Raspberry Pi kriegt man in JTAG-Box und das hier sind 45 Dollar. Und es hat Internet, es arbeitet unabhängig. Und wenn auf dem Internet, wenn man das Projekt mit jemandem teilen möchte und jemand anderes darauf entwickeln haben möchte, dann schickt man ihm einfach das Board und packt einfach den Raspberry Pi mit in das Board rein. In das Paket rein. Und dann bekommt man die gleiche Software laufen. Und dann kann man, wenn man auf Mac OS oder Windows oder Linux installiert, dann muss man diese ganzen Sachen installieren. Und wenn man einen Raspberry Pi entwickelt, dann ist alles schon in der Box. Und dann bekommt man seine Stack Traces. Und dann ist es so einfach und so stark. Und das ist, wie man jetzt Entwickel macht. Und das ist wirklich eine Veränderung. You can do single-wire debugging bit-banged over the GPIO pins, and it works fantastically for these small projects. Und es funktioniert wirklich fantastisch für diese kleinen. Und das waren ein paar Oszillatoren, zu denen ich Zugang hatte. Wo man dann USB damit erschließen konnte. Und hier hatte ich ein normales Board als Logiker-Analyse-Tool, womit man Sachen analysieren kann, wo man sich nicht sicher ist, dass es funktioniert. Und dann hatte ich noch einen USB-Beagle, der die Pakete zerlegen kann. Also das ist so die Reihenfolge, in der ich es benutzt habe. Zuerst der Oszillator, dann den Beagle zum Entschlüsseln des Protokolls und dann habe ich nachher noch Screenshots, wie das aussieht. Aber jetzt genug von Hardware und jetzt reden wir über die eigentliche API. Also die Low-Level API ist speziell eingestellt für einen 48 Cortex-Prozessor eingestellt. Es gibt zwei Funktionen zum Schreiben und Lesen und sie halten sich an die Konvention, weil die ein I dran haben, weil sie sich an ein weil die mit einem Interrupt ausgelöst werden und sehr speziell darauf abhängen.
Und man will diese Funktion eigentlich selbst niemals wirklich aufrufen, außer man will irgendwelche Präsentationen haben. Man will stattdessen eher Granium Capture IE aufrufen, aus dem Grund, das kümmert sich um das Senden von Antworten, wenn man auf irgendwas antworten muss, was von der Hostmaschine kommt. Dann kommen wir jetzt zu Programmiertricks, weil wir haben noch nicht viel Code geschrieben. Aber eins, was wirklich klar sein sollte, ist, man will natürlich aus dem RAM starten, damit man die Zyklen richtig bekommt. Also wenn man von Flash aus das Ganze laufen lässt, Flash ist nicht konsistent. Also bei uns hatten wir das Problem, dass das Ganze einen Cache hatte und sobald man mehr starten, lesen und schreiben will, kommt verlangsamt hinzu. Was natürlich nicht cool ist, wenn man Assembly-Code am Laufen hat. Man will natürlich perfekte Zyklen, möglichst wenig Zyklen haben. Und deswegen kann man einfach kann man das Ganze so schreiben und dann kann man das in den RAM laden. Darüber kümmert sich ja GCC. Und es ist eigentlich sehr leicht, das Ganze aus dem RAM laufen zu lassen. Und natürlich, man soll natürlich Register benutzen, um Daten zu speichern. Wenn man Sachen schreibt, dann hatten wir das Problem, dass wir nicht genügend Register hatten. Man hat nur 8 bis 14 Register und man brauchte halt einen extra Zyklus, aber wir haben dann einen Stack benutzt, weil wir mehr Daten hatten. Aber das Beste ist natürlich, wenn man ein Register benutzt, weil schneller wird es nicht. Und wenn die Hardware baut, dann baut man einen Leser und einen Schreiber und dann kann die miteinander verbinden und dann kann man sie gegeneinander testen, bevor man sie überhaupt mit dem Host testet und so kann ein Paket hin und her schicken. Für dieses Beispiel haben wir verschiedene Pins benutzt und es hat trotzdem funktioniert. Und jetzt, dann reden wir über die C-API. Es hat zwei Funktionen zu verbinden und zum Trennen. Das erkennt den Host und den Disconnect simuliert praktisch das Ganze auszustecken. Dann gibt es das Paketempfang. Das ist als schwach definiert, weil man das natürlich überschreiben sollte, weil man eine Funktion aufrufen sollte, um die Daten zu verarbeiten, die gerade kamen. Und dann gibt es diese Capture Packet Funktion. Das ist dazu da, um sich um Antworten zu kümmern und solche Sachen. Und warum wir diese Capture-Funktion überhaupt brauchen, ist, dass USB-Pakete 11 Bytes groß sind. Aber was diese Bytes sind, ist eigentlich schon wichtig. Jedes Paket begonnen mit einem 8-Bit-PID. Dann kommt eine 8-Bit-Sequenz, was spezifiziert, was dieses Paket ist. Also zum Beispiel Acknowledgement oder und dann folgt ein 16-Bit Abschnitt, der genau, und Datenpaket hat wie ein PID, 0 bis 8 Datenbytes und dann eine Korrektursumme und ein ACK, und ein ACK hat nur eine PID-Nummer. Diese Tatsache ist, man muss wirklich schnell auf dieses Paket antworten. Man hat 6,5 Bit Zeiten, um entweder Daten zu senden, also wenn der Host nach Daten fragt, wir müssen Daten schicken, egal wie, oder wir müssen einen NAC antworten. Solange wir das nicht tun, fragt der Host nach. Und wenn wir das dreimal verpassen, dann wird die Verbindung resettet. Also wenn der Host jetzt Daten schickt, dann müssen wir natürlich eine ACK schicken, um zu garantieren, dass wir es bekommen haben. Ein Trick, den man dazu benutzen kann, ist, dass man diese
dass das Ganze nicht gleichmäßig aligned ist. Also man sieht, dass es passt, bis auf diese eine Bit, bis auf dieses eine Byte vorne. Man hängt vorne einfach ein paar Bytes an, damit es passt. Und am Ende kann man dann 16-Bit-Chunk nehmen, um das Ganze zu verarbeiten, und dann kann man die ganzen Bytes verarbeiten. Und deswegen ist es leichter, das Ganze als 16-Bit zu verarbeiten, anstatt das Ganze um das Ganze anzuhaben. Wir haben aber dafür einen Mikrobuffer, der sich darum kümmert. Also, was ist wichtig bei den Frames? Also was wichtig ist, ist die schnelle Antwort. Also wir müssen wirklich, wirklich schnell antworten. Wenn wir nicht antworten, wird die Verbindung zurückgesetzt. Das nächste, was wichtig ist, die Frame-Sequenz. Also wenn man natürlich Hallo sagt und darauf mit Banane antwortet, weiß man natürlich nicht, was als nächstes kommen soll. Also man muss immer mit der richtigen Antwort antworten. Das nächste Problem ist, dass die Checksumme richtig sein muss. Wenn die falsch ist, wird die Verbindung zurückgesetzt. Und es gibt ein Data 0 und Data 1 Paket. Und die Spezifikation ist ein bisschen unklar, wenn man dazu kommt. Man muss das richtig hinkriegen. Wenn das nicht stimmt, wird wieder die Verbindung zurückgesetzt. Also es gibt so ein paar Sachen, die aber nicht so wichtig sind. Wir können NUGs senden. Das ist, was zum Beispiel die Tastatur macht. Wenn der Computer zum Beispiel die Tastatur fragt nach irgendwelchen Daten, dann antwortet die Tastatur einfach mit einem NUG. Die In-, Out- und Setup-Pakete, die generieren wir nicht, also müssen wir uns damit auch nicht um die Generation von CRC5-Nummern kümmern. Wir nehmen einfach immer an, dass es richtig ist. Also wir haben 6,5 Sekunden Zeit, zu antworten, deswegen schmeißen wir das Ding einfach weg und nehmen an, dass es richtig ist. Wir können auch die Adresse ignorieren. Wenn das Paket ankommt, nehmen wir an, das ist für uns, weil wir hoffen, dass der Hub das richtig gemacht hat. Wenn nicht, dann halt nicht. Also jetzt, wo wir alles das haben, haben wir jetzt eine Zustandsmaschine, was den USB-Zustand beschreibt. Es ist ziemlich hässlich, es kommt der USB-2-Spezifikation. Das implementiert, also man soll nicht direkt diese State-Machine einbauen und nicht direkt implementieren. Es ist wirklich ein Haufen Schrott, aber es gibt Methoden dafür, die sich darum kümmern. Die heißen einmal SendData. Also wenn man also zum Beispiel eine Taste auf der Tastatur drückt und es als Daten rausschicken will, gibt die Adresse an, und dann in der Zukunft, wenn der Computer unser Gerät nach Daten fragt, dann antworten wir mit dieser Tastatur. Und wenn wir ein Paket bekommen, geben wir das immer an die Prozessfunktion weiter. Und dann können wir das über die Zustandsmaschine abarbeiten. Von diesem Punkt weiter kommen wir zu dem User Code. Wo ihr wisst, wenn ihr schon mal USB selbst gemacht habt, das ist, was die Konfiguration selber macht. Das ist, wie man die eigentliche Applikation definiert. Das sind verschiedene Funktionen. Natürlich, weil eins meiner Themen ist, was wichtig ist und was nicht. Also nochmal. Was wichtig ist, ist, die GetDescriptor-Funktion ist wichtig, weil es das Gerät beschreibt, also was für ein Gerät es ist. In dem Nutzercode ist das sehr wichtig. Wenn das nicht implementiert, wird es nicht funktionieren. GetReceiveBuffer ist auch wichtig, weil wenn man Daten bekommt, muss man wissen, wo man sie hintun. Und Receive-Daten ist auch wichtig, weil wenn man Daten bekommt, muss man ja auch irgendwas aufrufen. Was nicht so wichtig ist, ist die Set-Configuration-Nummer, und das kann man im Code benutzen, wenn man fancier Sachen machen will. Wenn nicht, dann egal.
Also damit kann man eine GetDescriptor-Function beschreiben, dann sieht man, dass es funktioniert. Hier sieht man jetzt den Beagle-Output von einem Keyboard. Es funktioniert einfach. Also an diesem Punkt kann jetzt der Computer mit unserem Gerät reden und der Prozess funktioniert. Und es fragt praktisch einfach nur nach verschiedenen Descriptoren. Useful or interesting at this point. Also nicht wirklich interessant an diesem Punkt. Jetzt, wo wir jetzt können wir an dem USB-Code arbeiten, die wir als Entwickler haben wollen. Und die Probleme, die da auftreten, jedes Mal, wenn man in den Debugger geht, hört der Host auf NACs zu schicken. Das sieht man, dass der Computer die Verbindung zurücksetzt, weil wir in den Debugger gegangen sind. Also, weil das Gerät kurz tot war, weil wir in den Debugger reingegangen sind und der Computer hat es richtig interpretiert. Und wenn man das natürlich das weiterlaufen lässt, ist es in einem Zustand, der nicht definiert ist. Wie kommt man damit rum? Globale Variablen sind da wirklich nützlich. Also es gibt einfach eine Funktion, die wir loopen, und da kann man dann sehen, dass es auch wirklich funktioniert. Was man an globalen Variablen schön sieht, die werden nicht wegoptimiert. Also wenn wir es Static machen, dann könnte es wegoptimiert werden. Aber das ist nicht, was wir haben wollen, ne, bei sowas. Wir wollen wissen, was los ist. Also globale Variablen sind wunderbar dafür. Ein weiterer Tipp ist, dass Debugging, dass wir Breakpoints haben, aber die sind eine begrenzte Ressource. Es gibt genau zwei Hardware-Breakpoints. Zum Beispiel, wenn wir in dieser Funktion breaken, sehen wir, dass er ein Breakpoint an 49 Punkten hat. Und das sieht man dann überall, wo die Funktion aufgerufen wird. Was natürlich nicht cool ist, wenn wir das Ganze laufen lassen wollen. Weil es dann sagt, wir haben einen Breakpoint schon zu viel. Also wir haben einen Breakpoint gesetzt und das hat natürlich 49 Breakpoints daraus generiert. Also können wir jetzt aus JavaScript klauen. Da ist diese Funktion, wo ich definieren kann, wie ein Debugger. Nee, kann man diesen Debugger in deinem Code benutzen und jedes Time, wenn er das benutzt, dann geht es in den Debugger. Und das wirkt über Optimisierung, das funktioniert in einer Funktion. Und beim Kompilieren, und das ist so ein schneller Prozess, es ist einfacher zu benutzen, denn in den Breaking in den Debugger mit Ctrl-C. Das ist großartig, wir haben das alles fertig. Wir haben einen USB-Stack, der funktioniert, den wir debuggen können. Was machen wir jetzt? Was kann man damit tatsächlich tun? Können wir vielleicht damit eine Festplatte bauen? Nein, leider nicht. Wir können keine Hardware. Wir machen USB auf niedrige Geschwindigkeit und niedrige Geschwindigkeit lässt uns nur zwei Endpunkt haben. Wir können Interrupt oder Control haben. Und wenn man einen Harddrive macht, mit Bulk Endpoints benutzt, wird es nicht funktionieren. Es würde vielleicht funktionieren, basierend auf dem bereiten Betriebssystem, aber es würde ist nicht die Spezifikation. Man kann auch kein Audio-Device machen. Sind Socket-Endpoints und das ist, was wir nicht haben wollen. Ein MIDI-Device können wir auch nicht machen. Es nutzt auch Bulk und drei Endpunkte, die können wir nicht benutzen. Man kann keine Keyboards machen. Man kann Erda machen. Man kann keine Serial-Geräte machen, die benötigen auch einen Bulk-Endpoint zu. Also was können wir tun?
was machen können, ist DFU-Device für Updates, was die lokalen Leute entwickelt haben. Es ist nützlich nur für Updates. Wir können sowas wie ein Keyboard, eine Maus oder einen Joystick bauen. Und das ist alles innerhalb dieser Spezifikation. Und dann gibt es noch eine Vendor-Defined Class, wie zum Beispiel ein T-Pod. Es hat keine Klasse, aber es kann immer sein, was ihr haben wollt, wie ein Zombie. Zurück zum Human, zum Menschen-Interface. Und die sind einfach. Die kommen mit ihrem eigenen Descriptor, wie viele Buttons auf dem Keyboard sind, wie viele auf dem Joystick sind, wie viele Knöpfe auf der Maus sind. Man schließt es einfach an und es funktioniert. Andere Vorteile von USB Heat ist dass kein Input. Man kann USB-Daten übersenden USB Heat. Es ist auch sehr einfach in Windows. Man muss keine Treiber installieren. Es ist, funktioniert mit dem USB-Hit, mit dem USB-Hit-Driver. Man schließt es einfach an, es funktioniert. Da ist WinUSB, was einem noch extra Features gibt, wo man unter Mac und Linux man einen Treiber braucht, wo man annimmt, dass die Applikation alle Anwendungen als übernimmt. Man packt es in den Browser, aber ich habe es geschafft, auf meiner Windows-Maschine zum Laufen zu bringen, aber es läuft nicht anderen Windows-Maschine und das zerstört es ein bisschen, das einfach zu machen. Es ist sogar einfach unter Windows. Ein Problem ist, dass ein Windows-Hit ist nicht sehr schnell. Es ist C auf 10 Millisekunden, wenn man 8 Bytes, das ist 80 Bytes pro Sekunde und das ist nicht so schnell, aber wir wollen Updater. Wir haben nicht viel, aber das ist in Ordnung. 800 Bytes in Ordnung, ich nehme das. Der Status des aktuellen Projektes, wir haben verlässlichen zweidirektionalen Transport. Wir haben eine gemeinsame Codebase, das über mehrere Projekte funktioniert. Und wir haben Ports zu verschiedenen Plattformen. Palawan war es natürlich das erste Hardware-Projekt, an dem ich gearbeitet habe. Das war es, wo die meiste Arbeit reingemacht hat. Es arbeitet unter GBOS und es nutzt ein. Und da ist ein Bootloader, der Joy Boot genommen, der basiert auf dem Fate Candy Bootloader. Es hat kein richtiges Betriebssystem. Und wir haben diese Software, die in zwei verschiedenen Polen arbeitet. Es gibt natürlich auch einen Port zu dem ganzen Love to Code. Da gibt es einen Talk morgen von Bunny dazu. Es hat zwei USB-Pins und zwei Pins, wo wir nicht wussten, ob wir überhaupt einen USB-Stack drauf bekommen. Es schickt uns aber Daten über Audio. Also es ist wirklich cool, es kann Audio. Es ist wirklich fantastisch. Geht morgen zu dem Vortrag um 4. One other thing. Noch eine andere Sache, was über Multithreading. Das stellt sich aus, das funktioniert. Für das Love-to-Code-Produkt haben wir einen USB-Pulling-Thread, der in seinem eigenen Thread läuft. Also, wo wir das Betriebssystem im Hintergrund laufen haben. Es überspringt ab und zu manch ein Paket, aber das ist in Ordnung. Es, weil wir haben 3 Versuche und dann klappt das auch. Es funktioniert aber relativ gut. Für die Zukunft hätte ich gerne einen funktionierenden Updater. Es gibt Updater dafür. Aber Microchip macht zum Beispiel einen für seine Chips. Aber es gibt nicht wirklich gute Open-Source-Tools. Ich hätte gerne einen
einen Updater, der mehr Funktionen hat. Es wäre natürlich auch nett, dafür eine GUI zu haben. Und ich hätte natürlich das Ganze auch gerne auf mehr Plattformen getestet. Also ich habe das Ganze auf Windows und Linux getestet und ich hätte das Ganze gerne auch auf anderen Sachen getestet. Also ich hätte das gerne auch noch auf anderen Chips getestet. Und natürlich als eigene Sache. Ich würde gerne selbst Palermo Hardware bauen und ich möchte dafür gerne einen funktionierenden Updater haben. Weil wenn Software schreibt, macht man einen Fehler und man möchte es natürlich dann wieder updaten. Und den Updater updaten ist natürlich schwierig, deswegen wollen wir, dass der Updater so stabil wie möglich läuft. Und dass ich irgendjemand die Binary schicken kann und das Ganze dann aktualisiert wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Sean. Ich wusste wirklich nicht, dass USB so genutzt werden kann. Vielen Dank. Wir haben Zeit für ein paar Fragen. Also, falls ihr irgendwelche Fragen habt, stellt euch an die Mikrofone. Und wir haben eine Frage. Hallo, als erstes danke für den Vortrag, für eine der auf der wichtigen, nicht wichtigen Folie hast du gezeigt, dass man die Adresse ignorieren kann. Also ich kann mir vorstellen, dass es auf PC-Sachen funktioniert, die richtig connected sind, aber hast du das auch mit USB-Hubs getestet, weil ich kann mir vorstellen, dass es total schief gehen würde. Ich habe die Adresse ignoriert, weil ich und gesagt habe, dass es nicht wichtig ist. Es kann sein, dass es funktioniert. Es kann sein, dass wir sie ignorieren können, vielleicht auch nicht. Ich nehme die Adresse wirklich auf, um das Ganze zu speichern. In meiner Erfahrung war es total in Ordnung. Aber meine Einstellung ist, wenn es nicht funktioniert, dann werde ich das fixen. Frage von Mikrofon Nummer 2. Hallo, ich habe eine Frage. Ich wundere mich, ob es einfach die Geschwindigkeit von dem Cortex, die Implementierung in einer hohen Geschwindigkeit limitiert, oder ist es deutlich komplizierter? Antwort. Was du meinst ist Vollspeed, und das ist die... Yeah, I'm asking about high speed as well. High speed. Okay, hohe Geschwindigkeit. Volle Geschwindigkeit ist ein bisschen schwieriger. Ich sage, dass es nicht funktioniert. Ich hoffe, dass mich jemand widerlegt, aber ich glaube, es ist unmöglich auf diesem Chip. Ich wirklich hoffe, dass es jemand widerlegt. Das Sample dauert einen Zyklus. Und der Shift dauert einen Zyklus und der Exit dauert einen Zyklus. Und das Hinzufügen zu dem Wert braucht einen Cycle. Und man kommt zu den ganzen, gar nicht zu diesem Bit-Stuffing. Und wenn man eine DMA-Engine hätte, dann würde man vielleicht diese Tricks tun können, aber diese Chips sind so niedrig, so billig, dass man es gar nicht anders macht. Ich glaube nicht, dass volle Geschwindigkeit möglich wäre. Hohe Geschwindigkeit vielleicht, aber nicht volle. Hohe Geschwindigkeit hat auch das Problem, dass man die Spannung wechseln muss und dass man Level-Translator haben muss. Und das. Questions from the Internet. Fragen aus dem Internet. Ich habe eine Frage aus dem Internet. Hast du versucht, SigRock zu benutzen, um das Ganze zu debuggen, und es funktioniert mit billiger Hardware? SigRock. Nein, ich habe bis jetzt davon nie gehört. Also, ich habe noch nie wirklich versucht, diese Plattform zu benutzen, und ich habe nur den Beagle benutzt.
aber ich habe nie von davon gehört, aber ich werde es mir mal angucken. I was wondering whether, ich wundere mich. Du benutzt den Timer Interrupt, ob man die Edge Detection benutzen kann. Für den Interrupt-Vektor Edge Detection benutzen. Ja, man kann man. Und das ist, wie es eigentlich arbeiten sollte. Mal gucken, ob ich das machen kann. Ja. Wenn man auf die API lookt, ist es so designed, und wenn man dann eine Kante haut und dann führt die Capture-Function an. Die obere Hälfte handelt den Interrupt und schickt den Antwort zurück, und die untere Hälfte läuft in dieser Pol-Schleife. Man kann es nutzen, aber man benutzt macht den ganzen Prozess in der Hauptschleife. Noch eine Frage von der Time Recovery. Wie hast du die Time Recovery gemacht? Du hast gesagt, dass man viel Zeit in der Präambel hatte. Also, mich würde das interessieren, weil das könnte sich ja widersprechen. Ich habe sogar eine Folie gehabt, wo ich erklärt habe, wie das funktioniert. Es ist praktisch synchronisiert zu den Pulsen. Lass mal gucken, wo es ist. Man kriegt diese Pulse am Anfang. Mal gucken, wo es ist. Right. Well, it's here somewhere. So you count the cycles between the. Also. Also du zählst du die Zyklen? Up down, nein. Wenn es hoch runter beginnt, ist es praktisch in der Vorschleife, wo man es mit sich selbst vergleicht. Und sobald sich das Signal ändert, nimmt man das als die Ecke an und man nimmt an, man verschiebt sich ein bisschen, aber dass nur 11 Bytes sind, funktioniert das am Ende wunderbar. Frage für Mikrofon Nummer 3. Kann man damit einen USB-Hub bauen, mit der Software? USB definiert in Kapitel 11, was genauso viele Seiten hat wie Kapitel 1 zu 9. Und das wäre nur eine niedrige Geschwindigkeit, und ein USB-Hub erwartet, dass man hohe und niedrige Geschwindigkeit benutzt. Es würde einfach nur mehr PID-Types erweitern. Und noch eine Frage aus dem Internet. Ich habe zwei kurze Fragen. Die erste: Denkst du, dass das High-Speed USB möglich wäre? Und wäre das möglich, das Ganze auf den M3 und M4 Prozessor zu portieren? Was war die erste Frage nochmal? Denkst du, dass High-USB möglich wäre mit einem externen Phi? I think it would be possible. I mean, ich denke, es wäre möglich. They do have Cortex M0s and M0s that have a USB Phi built in. And so with an external Phi, die haben Prozessoren, die es eingebaut haben, und mit einem externen, denke ich, wenn das Ding über das Decoding übernimmt, denke ich, wäre das möglich. Die zweite Frage ist, könnte man das portieren? Das Caching macht das ein bisschen problematisch. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Caches haben, aber du musst einfach aufpassen, ob das möglich ist. Sie sind zwar schneller, aber vielleicht kann man die sogar Fullspeed machen, weil sie sind einfach schneller. Ja. Könntest du ein bisschen erklären über das Human Interface Device, wie unter, ob man unter Windows einen IFF-File installieren müsste? Schreiben zu einem Human Interface Device. Ich erkläre das Schreiben.
wie man das HIT Class als ein Output als einen Ausgang benutzen kann. Das ist verfügbar für jede Programmiersprache, das genannt Signal 11. Es ist eine Bibliothek, das läuft unter Windows, unter Mac, unter Linux. Es kümmert sich um alles, man braucht nur den richtigen Deskriptor. Dass das Herstellerformat du schreibst einfach dazu diese Signal 11 Bibliothek und unter Windows braucht es keinen Treiber. Und das ist die ideale Art, es zu tun unter Windows. Yes. Hi, noch eine Frage. Also ja, du hast über Voraussetzungen geredet, um diese Software in verschiedenen Betriebssystemen zu benutzen. Kann man das Ganze auch im BIOS benutzen? Also kann das Keyboard auch im BIOS simulieren? Das wird in dem Header definiert. Es ist ein Teil von einem USB-HID-Descriptor, wo man ein Boot-Protokoll mitgeben kann. Also man kann sich dann verbinden, wenn man dieses Feld setzt. Es passt nicht wirklich auf, was für eine Tastatur dran ist. Es nimmt einfach an, das ist eine Standard-Tastatur. Also wenn das Feld setzt, dann funktioniert das. Yes. Drei Fragen noch. Microphone Angel? No. Internet? Okay. So, das I ist totally forgot to ask you to give Sean a big round of applause. Ich habe total vergessen, euch Sean einen großen Applaus zu geben.